Ja, wir sind im letzten Teil angelangt dieser doch längeren Serie Gebet, eine Verbindung zu Gott oder Gebet, die Verbindung zu Gott. Wir haben verschiedene Dinge gehört, Gott bitten, dass es notwendig ist, dass man dazu auch diese Sündenmauer abbrechen muss. Ich möchte euch vielleicht noch an die Schachteln erinnern, ganz am Anfang, die ich aufgebaut habe und wo das Bild auch ausdrückt, dass Sünde eigentlich unsere Gebete hindern. Und wir haben da gehört, dass Jesus Christus genau diese Sündenmauer durchbrochen hat und wir so Zugang zum himmlischen Vater haben und auch zu ihm beten dürfen. Wir haben dann gesehen, wie man beten kann, Vater unser. Auch das letzte Mal ging es ums Fasten, dass es auch ein spezieller Ausdruck mit Gebet zusammen sein kann. Und heute der Titel Tote Hose, was wenn Gebet nicht erhört wird. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass die Gebete nicht in diesem Sinne erhört wurden. Dass Gott nicht reagiert hat auf etwas, das wir uns so sehnlichst gewünscht haben im Gebet. Da gibt es ein Spannungsfeld in unserem Leben. Da ist vielleicht jemand da, der inbrünstig und kraftvoll auch gebetet hat mit anderen Menschen zusammen um Heilung für seine krebskranke Frau. Und jetzt schlussendlich steht er vor dem Grab. Was nun? Hat Gott nicht eingegriffen? Hat er geschwiegen? Was ist da los? Hat das Gebet nicht funktioniert? Eine Spannung. Wie können wir diese Momente überwinden? Wie können wir wieder neuen Mut bekommen, trotzdem weiter zu beten? Trotzdem darauf zu vertrauen und zu glauben, dass Gott Gebete erhört, uns hört und auf uns eingeht, auch wenn er uns vielleicht gerade unser Liebstes aus dem Leben genommen hat. Wir möchten diesen Fragen etwas nachgehen heute und dazu den Predigttext von heute miteinander lesen. Es ist der Text aus Matthäus 26, 36 bis 46, kann man sich gut merken. 26, 36, 46. Matthäus 26, ab Vers 36. Da ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Dort bat er sie, setzt euch hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Da ging Jesus ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt doch wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Dieses Gebet von Jesus Christus, wo er darum bittet, seinen Vater diesen Kelch an ihm vorbeigehen zu lassen. Und dann äußert, dass es der Wille Gottes trotzdem geschehen soll,
dieses Gebet beeindruckt mich immer wieder. Besonders zwei Dinge möchte ich heute daraus erwähnen. Erstens, interessant, und wir werden darauf noch eingehen, dieses Gebet wird nicht erhört. Dieses Gebet von Jesus wird nicht erhört. Jesus wird diesen Kelch trinken müssen, wie wir in der Geschichte, wenn wir weiterlesen, feststellen. Und etwas Zweites, Jesus äußert hier einen persönlichen Wunsch von ihm, etwas, das ihn drängt, und fügt dann aber an, dein Wille geschehe, der Wille des Vaters soll geschehen. Er sagt damit, du, himmlischer Vater, hast das Recht, in meinem Leben alles zuzulassen, mit meinem Leben alles zu machen, was du willst. Und ich meine, das ist genau die Haltung, aus der wir heraus beten sollen. Gott hat jedes Recht. Er darf machen in unserem Leben, was er will. Denn er ist der allmächtige Schöpfer. Als Hiob, ein Mann, von dem wir auch in der Bibel lesen, zu Gott kommt und klagt, antwortet Gott ihm folgendes. Hiob 38, Vers 2, 4 und 5. Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst, von Dingen redest, die du nicht verstehst, Mensch? Wo warst du denn, als ich die Erde machte? Wenn du es weißt, dann sag es mir doch. Wer hat bestimmt, wie groß die Erde werden soll? Wer hat die Messschnur festgelegt? Gott fordert hier also auf, Hiob mal sich die Schöpfung anzuschauen und sich bewusst zu werden, wer Gott eigentlich ist. Er hält ihm das Universum vor und sagt, wo warst du, Mensch, als ich das alles geschaffen habe? Du warst noch nirgends. Erst am Ende habe ich dich in diese Schöpfung hineingepflanzt. Was will Gott damit sagen? Er will damit die Perspektive zurechtrücken. Nicht wir als Menschen haben das Recht, Gott vorzuschreiben, was er zu tun hat, sondern Gott darf tun und lassen, was er will. Gott, der das riesige All geschaffen hat, er hat dieses Recht. Und das ist, meine ich, eine erste Hürde von uns Menschen, wo wir oft vielleicht anstehen, und es ist, ich meine, sogar das Schwierigste. Das zu akzeptieren, das in unserem Leben als Wahrheit anzunehmen und zu sagen, ja, Gott, der himmlische Vater, ist Schöpfer und er hat das Recht, alles zu tun, was er will. Auch wenn ich dadurch enttäuscht werde vielleicht, mit dieser Sache nicht klarkomme, so ist es doch die Ordnung von uns Menschen. Wir sind nicht Gott, wir unterstehen Gott. Gott begegnen heißt also, nicht, dass wir irgendwie Antworten auf unsere Fragen bekommen, sondern, dass wir die richtigen Fragen lernen. Und für uns ist die richtige Frage heute hier, vielleicht auch in deinem Leben. Hat Gott das Recht, in deinem Leben das zu tun, was er will? Darf er das? Darf er das tun? Akzeptierst du das? Oder ist das bereits schon der Punkt, wo du dich daran stößt? Wo du dich irgendwie im Unrecht fühlst? Ich möchte dir diesen Gedanken mitgeben. Der kleine Westminster-Katechismus, er geht genau darauf ein, als er die Frage 98 beantwortet, und die ist, was ist Beten? Er schreibt dort, der kleine Katechismus aus Westminster, definiert Beten wie folgt. Beten heißt, unsere Wünsche und unser Verlangen Gott hinzulegen. Das hat Jesus auch getan. Und dann, sofern es sich um Dinge handelt, die seinem Willen entsprechen. Das ist das Gebet. Wir dürfen Wünsche äußern, unser Verlangen äußern, aber eben auch der Rahmen dazu ist der Wille Gottes. Und dies im Namen Christi zusammen mit dem Bekenntnis unserer Schuld und dem Dank für seine Gnaden erweise. Ja, das ist Beten, eine Definition von Beten. Wir dürfen unsere Wünsche äußern, wir dürfen zu Gott kommen, durch Jesus Christus, aber auch immer um den Willen Gottes zu bitten. Johannes Calvin hat das noch einmal anders formuliert, auch ihn möchte ich heute zitieren. Er schreibt in seiner Institutio, freilich, wenn uns Gott auch unsere Bitte gewährt, so geht er mit seiner Antwort nicht immer genau
nach der Form unseres Gebets. Und weiter sagt er dann, selbst wo Gott uns nicht willfahrt, das heißt, wo er nicht unseren Willen tut, da ist er doch unseren Bitten gegenüber freundlich und gnädig, sodass also die Hoffnung, die sich auf sein Wort stützt, uns niemals zu Schanden werden lässt. Also auch selbst wenn unsere Gebete nicht eins zu eins erhört werden, heißt das nicht, dass Gott einfach schweigt und sagt, das ist eine blöde Bitte. Nein, er nimmt uns trotzdem ernst und er will uns gnädig und freundlich gegenüber sein. Wir können kurz das zusammenfassen und sagen, Gott gibt uns entweder das, worum wir ihn bitten, oder das, worum wir gebeten hätten, hätten wir gewusst, was er weiß. Gott kennt den Ratschluss der Welt, er weiß, wie es weitergeht. Und aus dieser Perspektive, die wir nicht haben, sind gewisse Dinge vielleicht auch gut so, wenn sie nicht eintreffen, wie wir das wünschen. Vielleicht kennt ihr diesen Film Bruce Almighty auf Englisch. Ein Film, der mich auch herausgefordert hat, rein von dem Gottesbild, das da gezeigt wird und so. Aber es geht darum, dass dieser Bruce eigentlich Gott anklagt, eben weil er nicht seine Gebete erhört werden. Und dann sagt Gott, okay, dann darfst du Gott spielen, quasi. Und dann sagt er, ja, kein Problem. Und dann kommt plötzlich all diese Gebete. Ein Gebet nach dem anderen, per E-Mail im Film. Und er hört die ganz vielen verschiedenen Gebete. Und zu Beginn nimmt er sich die Zeit, liest jedes einzelne Gebet und sagt, ja, das ist ein gutes Anliegen, das darfst du, das geht in Erfüllung. Und das Anliegen geht nicht in Erfüllung. Doch es kommt so eine Flut von Gebeten auf ihn zu, dass er irgendwann überfordert ist mit Lesen, keine Zeit mehr hat. Und er sagt dann einfach, es sollen alle Gebete in Erfüllung gehen, die da kommen. Und stellt euch das mal vor. Der eine betet, dass es Schönwetter wird, der andere betet, dass es nicht Schönwetter wird. Ja, was soll jetzt geschehen? Und es geschieht ein Durcheinander. Alles gerät außer Fugen. Ja, Gott hat einen Plan und er erfüllt diesen Plan. Und es ist gut so. Das ist das Erste. Der erste Punkt von heute. Gott hat jedes Recht und er führt es auch nach seinem Willen, nach seinem Plan. Wenn wir im Garten Gethsemane sehen, wie Jesus bittet, dass ihm dieser Kelch erspart bleibt, so haben wir festgestellt, dass es nicht so war. Diese Bitte wurde nicht gewährt, obwohl er mindestens dreimal vor Gott gebetet hat. Doch es geschah nicht. Und am Kreuz, einige kurze Zeit später, sagte er dann, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie konnte das sein? Wie konnte das kommen? Jesus, der vollkommene Mensch, er, wo eigentlich von ganzem Herzen Gott gedient hat, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Und er hat seinen Nächsten geliebt wie sich selbst. Er hat das Gesetz von Gott 100% erfüllt. Er wäre der einzige Mensch gewesen, dessen Bitten wirklich hätten in Erfüllung gehen sollen. Er, der keine Fehler gemacht hat, und trotzdem ließ es der himmlische Vater zu, dass er starb am Kreuz und diese Bitte nicht erfüllt wurde. Warum? Die Antwort finden wir im Evangelium von Jesus Christus. Jesus nahm unsere Strafe auf sich am Kreuz. Er starb an unserer Stelle, damit wir leben können. Gott behandelte ihn so, wie wir es eigentlich verdient hätten, nämlich, dass seine Bitte nicht erhört wurde, damit wir, die wir an Jesus Christus glauben, unsere Bitten erhört werden. Gott behandelte ihn so, wie wir es verdient haben, damit er uns, wenn wir an Jesus glauben, so behandeln kann, wie es Jesus verdient hat. Der Grund also dafür, dass dieses Gebet nicht in Erfüllung ging, waren wir. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hingab am Kreuz. Wenn er diese Bitte von Jesus erfüllt hätte und Jesus nicht sterben musste am Kreuz, dann hätten wir gar nicht gerettet werden können. Das heißt also, gerade weil er Jesus damals nicht erhört hatte, als er darum bat, dürfen wir wissen, dass er uns erhören wird. Das ist etwas ganz Besonderes. Sein Gebet hat er nicht erhört, aber unsere Gebete wird er erhören. Weil wir gerecht vor Gott stehen,
Nicht wegen uns, weil wir so gut sind, sondern weil Jesus Christus diesen Tausch, diesen heiligen Tausch angeboten hat. Er starb am Kreuz für uns, damit wir leben können. Er, sein Gebet wurde nicht erhört, damit unsere Gebete nun erhört werden. Es ist dieser heilige Tausch, der hier am Kreuz stattfindet und den Gott jedem von uns anbieten möchte. Durch Jesus Christus ist dieser Weg frei zum himmlischen Vater. Und so, wie dieses Nein von Gott zu der Bitte von Jesus dazu führte, dass schlussendlich viele Menschen gerettet werden, so kann es auch sein, dass in unserem Leben auch ein Nein von Gott zu unseren Gebeten darin begründet ist, dass er einen besseren Plan beabsichtigt hat. Auch wenn wir diesen Plan vielleicht nicht gerade sehen. Wenn Gott Nein sagt, dann hat er Besseres mit uns vor. Wie mit Jesus. Er hat bei ihm gesagt, nein, du musst sterben am Kreuz, damit noch Besseres daraus geschehen kann. Er hat seinen einzigen Sohn geopfert, damit er Millionen von Söhnen und Töchtern bekommen kann. Das war sein Plan, sein Wille. Und darum hat er diesem Gebet von Jesus ein Nein gesagt. Vielleicht kennen wir das in unserem Leben auch. Ein Theologe, Timothy Keller, hat mal geschrieben, dass er eigentlich eine Freundin hatte. Und er war fest davon überzeugt, er wollte Prediger werden. Und er wusste, diese Freundin, die wäre die perfekte Ehefrau für einen Prediger. Und er hat darum gebetet, Herr, schenk, dass ich diese Frau heiraten darf. Doch sie hat ihm kurz darauf den Laufpass gegeben und er war bitter enttäuscht. Doch rückblickend jetzt, einige Jahre später, sagt er, ich bin so dankbar. Denn ich durfte eine andere Frau kennenlernen, seine Cathy heißt sie, glaube ich. Und er sagt, diese ist noch viel besser geeignet als die andere, die ich eigentlich für mich gewünscht habe. Also auch dieses Nein dort hat zu etwas Besserem geführt. Ich habe das selbst auch erlebt bei einer Berufswahl. War für mich auch die Frage, welchen Beruf soll ich ausüben, lernen? Und Gott hat mir da auch ein klares Nein gegeben für meinen Wunsch, den ich hatte. Und mich anders geführt. Und heute stehe ich hier als Pastor und bin sehr zufrieden, dass ich dort von Gott ein Nein bekommen habe, damals. Und ich glaube, so meint es Gott auch mit unserem Nein in unserem Leben. Im Moment vielleicht scheint das nicht irgendwie erklärbar, nicht verstehbar für uns und trotzdem sollten wir dieses Vertrauen auf Gott haben. Er gibt uns nicht einfach ohne Grund ein Nein, sondern wenn er uns ein Gebet nicht in diesem Sinn erhört, dann hat das einen Grund. Also Gott hat immer einen Grund, wenn er etwas tut oder eben nicht tut. Das ist der zweite Punkt. Gott hat einen Grund dazu. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Auch bei Jesus im Garten Gethsemane war es so. Dieses Nein war deutlich und Gott wollte etwas durch ihn bewegen, durch diesen Tod, der so grausam ist und trotzdem so fruchtbar war. Etwas Besseres, was daraus entstand. Nun, durch Jesus Christus dürfen wir Zugang zum himmlischen Vater haben. Das ist etwas Geniales und eigentlich das Schönste, was wir haben können. Es gäbe keine andere Bitte, die noch schöner sein dürfte und sein könnte, als Zugang zum himmlischen Vater zu haben. Wenn wir also hier auf Erden um Dinge bitten, tun wir das im Wissen, dass wir eigentlich das Allerbeste ja schon haben, nämlich Gott selber in unserem Leben. Er ist der Quell und Urgrund all dessen, was wir uns wünschen könnten. Vielleicht mögen gewisse Nebenflüsse unsere Freude an etwas, das wir haben möchten in dieser Welt, versiegen und uns enttäuschen. Doch Gott ist da und er ist unsere Hoffnung. Nicht das, was er uns geben kann, uns schenken will. Nicht daran sollten wir unser Herz hängen, sondern an Gott selbst. Und er ist da, er ist uns gegeben. Johannes Calvin hat das so folgt formuliert. Denn mag auch alles dahin sinken, so wird uns doch Gott nie im Stich lassen. Denn er kann die Erwartung und Geduld der Seinen nicht täuschen. Denn er fasst alle Güter in sich
und er wird sie uns einst am Tage des Gerichts offen zeigen, wenn er sein Reich voll und ganz offenbaren wird. Wir werden Gottes Herrlichkeit einmal sehen. Und das ist unsere Hoffnung und unser höchstes Gut, dass wir das haben. In diesem Sinne dürfen wir beten, dass wir wissen, dass das Beste noch kommt. Auch wenn wir vielleicht gewisse Dinge nicht so erleben in unserem Leben, wie wir uns das wünschen. Dieser eine große Wunsch, diese eine große Sehnsucht nach Annahme, nach Liebe, nach Frieden, diese wird kommen. Und das ist quasi unser Sicherheitsgurt, wenn wir beten. Als Christen, selbst wenn wir vielleicht möglicherweise enttäuscht werden, es nicht so eintrifft wie Gott, wie wir das uns gewünscht haben, so dürfen wir trotzdem sicher sein und fest glauben, dass Gott uns gehört hat und auch im Wirken ist. Auf eine Art und Weise, die vielleicht noch besser ist, als wir uns das vorstellen. Wir gehen davon aus, dass Gott dieses tiefe Sehnen unseres Herzens, welches hinter jedem Gebet steckt, sieht und dass er weiß, was wir brauchen. Er sieht doch diese Wünsche, die wir haben, wenn wir ein Gebet formulieren. Und er wird das auch ernst nehmen und uns antworten und uns Antwort geben auf eine Art und Weise, die uns aber nicht schadet, sondern uns hilft, uns dient. Eine frühe Predigt von Jonathan Edwards hatte mal eine Gliederung, die ich sehr interessant finde. Diese Gliederung, diese Predigt war wie folgt. Ja. So. Er hat seine Predigt wie folgt gegliedert. Zuerst hat er Römer 8, 28 zitiert und ist darauf eingegangen. Und dort steht, dass das Schlechte in unserem Leben uns zum Besten dienen soll. Für all diejenigen, die Gott lieben. Also das Schlechte in unserem Leben dient uns zum Besten. Dann hat er einen zweiten Punkt hinzugefügt. All das Gute, das Gott uns schon bereits geschenkt hat, kann uns keiner nehmen. Das ist da. Das hat er uns geschenkt. Er hat uns das geschenkt auch in seinem Sohn Jesus Christus. Das Gute. Und er sagt dann als dritter Punkt, aber das Allerbeste kommt noch. Das steht uns noch bevor. Was soll das heißen? Selbst wenn wir erleben, dass Gott nicht konkret eingreift in unserem Leben, nicht konkret vielleicht eine Heilung schenkt, so ist das nicht das Letzte, was uns beschäftigen soll. Selbst wenn Menschen sterben, ist das nicht das Letzte. Es geht weiter. Jemand hat mal gesagt, als er gerade jemanden begraben hatte, oh, du hast jetzt deinen Menschen verloren. Und er antwortete und sagte, nein, ich habe ihn nicht verloren. Verloren ist nur etwas, wo man nicht weiß, wo es ist. Und ich weiß, dieser Mensch ist im Himmel. Darum ist er nicht verloren. Weil ich weiß, wo er ist. Wie gut ist das, das zu wissen. Dass das Beste kommt. Selbst jede Gebetsenttäuschung kann diese Hoffnung, dieses Wissen nicht kaputt machen. Wir wissen, das Beste kommt noch. Es besteht uns bevor. Und darauf dürfen wir uns freuen. Alle Dinge, die in dieser Welt geschehen, können uns diese letzte Hoffnung, diesen Glauben, den wir haben, nicht rauben, weil sie in Gott gegründet ist. Gott ist der, den wir dann eines Tages sehen werden. Egal, ob wir jetzt dieses Auto oder diesen Wunsch und diesen jenen erhalten haben, darum geht es nicht. Es geht um die Beziehung zu Gott. Und diese ist da, egal was geschieht. Wir haben diese drei Punkte heute gesehen. Der erste Punkt, Gott hat jedes Recht in unserem Leben. Er darf tun und lassen, was er will. Gilt es auch für dein Leben? Darf in deinem Leben Gottes Willen geschehen? Bist du bereit, das zu akzeptieren? Gott hat einen Grund, wenn er etwas zulässt. Sei es etwas schöne Dinge, aber auch Dinge, die nicht erhört werden. Vielleicht Dinge, die uns wehtun. Auch das lässt er nicht ohne Grund zu. Und das Letzte, und daran dürfen wir uns festhalten, alles hat eine Belohnung. Schlussendlich dürfen wir bei Gott sein. Und es soll uns zum Besten dienen. Wir sehen es bei Jesus, dieses Gebet, das nicht erhört wurde.
Es hat dazu geführt, dass viele tausende Menschen, Millionen Menschen, nun zu Gott kommen dürfen und seine Kinder werden können. Das Spannende ist, und jetzt komme ich zur Zusammenfassung von der ganzen Serie, Gott möchte durch uns wirken in dieser Welt. Er hat uns das freigestellt und gesagt, schaut, ich möchte euch einladen, betet mit, dass Dinge bewegt werden in dieser Welt. An einigen Stellen, einige haben wir angeschaut, nicht alle, sagt Gott, betet und so wird euch gegeben. Wir sollen beten als Christen, unbedingt. Tag für Tag sollten wir diese Chance nutzen, auch wenn wir vielleicht schlussendlich nicht alles ganz verstehen und alles an den Willen Gottes gebunden ist, so dürfen wir darum bitten. Es kann sein, dass Dinge nicht eintreffen, wenn wir beten. Es kann aber sein, dass wenn wir beten, Dinge eintreffen, von denen wir uns gar nicht geträumt hätten, sie so zu beten. Ich möchte von dieser Fülle Gottes, die er für uns bereithält, einfach so viel wie möglich schöpfen. Gott sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich sage, darum will ich beten, damit wir all das erhalten, was Gott uns auch schenken möchte. Alleine oder miteinander, im Stillen oder im Lauten, ob alt oder jung, beten wir. Nehmen wir das mit, dass wir beten sollen, als Gemeinde und auch ganz persönlich. Es ist die Verheißung Gottes darauf und es lohnt sich. Betet ohne Unterlass. Und das möchte ich jetzt auch tun, abschließend mit Gebet. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du verheißen hast, dass wir, wenn wir beten, du uns auch erhörst und hörst und auch handelst nach deinem Willen. Und Herr, oft scheint uns dein Wille nicht unser Wille zu sein. Herr, hilf uns da, dass wir immer wieder mehr einfach die Sicht für deinen Willen bekommen können, dass wir auch nach deinem Willen entsprechend beten. Wir danken dir, dass du verheißen hast, dass Gebet Kraft hat, dass Dinge verändert werden, wir selbst, aber auch unser Umfeld, die Umstände. Du kannst das verändern. Und Herr, du kennst alle unsere Nöte. Du weißt, welche Gebete wie richtig erhört werden sollten. Du kennst unsere Momente, wo wir vielleicht auch gezweifelt haben, unser Glaube vielleicht daran gescheitert ist, weil wir nicht erlebt haben, dass du eingegriffen hast. Wo wir vielleicht das Gefühl von dem Unerhörtsein erhalten haben. Herr, hilf uns, dass wir wieder neu diese Sicht haben können auf dich. Du als Schöpfer von Himmel und Erde. Du als derjenige, der eingreifen kann, der Macht hat, Dinge zu verändern. Herr, hilf uns wieder neu einfach zu glauben, den Mut zu haben, trotzdem weiter zu beten und dran zu bleiben. Nicht daran zu verzweifeln. Ja, Herr, und auch heute wollen wir dir unsere Ängste, unsere Sorgen bringen. Vor dich, den allmächtigen Gott. Und wir möchten dich bitten, dass du uns erhörst. Dass du uns aber auch im Glauben stärkst, dass du es richtig führst. Auch selbst dann, wenn es nicht eins zu eins so eintrifft, wie wir uns das wünschen. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Herr, gib uns Geduld zu warten und zu vertrauen. In Jesu Namen beten wir. Amen.